sozusagen das zweite Aufrufmonster in der Liste. Als Senpais Stimme gehört haben. Ich frage mich, ob das, was Senpai hier drin gehalten hat, noch weiter innen ist. Ich denke mal, Pain in the Ass heißt dann so viel wie Arschtritt oder so. Ich weiß es echt nicht. Ja, wir müssen nicht hier irgendwie rausfinden, Mann, das ist so peinlich. Wenn du nicht hier wärst, wüsste ich nicht, was passiert wäre. Danke, Gendo. Hey, Teddy. Könnte Senpai von ihrem anderen Ich hier attackiert worden sein? Wie es gerade eben mir passiert ist? Gut möglich. Die Schatten hier wurden für den Menschen geboren. Ja, wenn der Nebel verschwindet, drehen sie alle durch. Und du siehst, was passiert next. A strong-willed shadow draws others to it, and the big mass of shadows kills the host. Ja, die Schatten selber bekämpfen sich auch untereinander. Okay. Und den Schattenträger dann selbst. Das Original also. Also darum sterben Menschen, wenn es bei uns neblig wird. Yosuke's pretty worn out. Ja, er sieht ziemlich. Ja, worn out. Sekunde, schau mal nach. Er sieht ziemlich ausgepowert aus. Ja. Diese Welt ist nicht für Menschen gemacht. Für euch ist es nicht komfortabel. Ich höre keine weiteren Stimmen mehr. Ich denke, mit diesem Ort hier sind wir fertig. Lass uns zurückgehen. Okay. Da können wir jetzt vielleicht sogar mal wieder raus. Wäre cool. Ich würde gerne speichern. Hey Teddy, you said that this place is reality for people who enter, right? Ja, du hast auch gesagt, dass dieser Ort für die Menschen, die hier reinkommen, die Realität ist. So that shopping district and the weird room we saw. Also das ist auch dieser Einkaufsbezirk und dieser seltsame Raum, den wir vorher gesehen hatten. Did they exist because the ones who died entered this world and it became their reality? Existierten sie, weil diejenigen, die ja, die gestorben sind, weil sie diese Welt betreten hatten und es ihre Realität wurde. Entstanden diese Orte nur, weil die Menschen diese Welt betreten hatten? Ich weiß es nicht. Es ist noch nie zuvor passiert. Na, möglicherweise waren sie dort, als ihre Schatten sie angriffen. Na, diese Welt hat sie getötet. Ja, und dass der Liebe sich Licht, die Schatten da aggressiv werden, hast du schon mal gesagt. Ich habe dann immer solche Angst. Ich musste mich dann verstecken, wenn es passiert. I sensed people here twice before. But both of them disappeared after the fog lifted. Ja, ich habe hier schon zweimal die Anwesenheit von anderen Menschen gespürt. Aber beide sind verschwunden, nachdem der Nebel sich gelichtet hatte. So let's get this straight. Also kommen wir auf den Punkt. Senpai and that Yamano lady were thrown Senpai und diese Yamano-Frau kamen hier rein. Around. Und weil sie nicht rauskamen, wanderten sie herum. After a while, nach einer Weile kam dieses Schattending aus ihnen raus, der Nebel lichtete sich, es drehte durch und hat sie getötet. Ist das richtig? Also wenn ich hier warte, bis der Nebel... Wenn ich hier gewartet hätte, bis der Nebel sich aufgeklärt hätte, wäre ich noch in viel größeren Problemen gewesen? Ja, ich bin ziemlich sicher. Du hattest Glück. Sensei und ich waren hier mit dir. Verdammt! Senpai und diese Sprecherin. Beide waren hier gefangen.
Keiner hätte sie retten können. Yosuke. They disappeared when the fog lifted, but they were safe before that. No shadows. Sie sind verschwunden, als Nebel sich gelichtet hatte, und sie waren davor sicher. Kein Schatten hat sie angegriffen. They attacked us, though. Aber sie haben uns angegriffen. Maybe they're keeping a close eye on us. Vielleicht beobachten sie uns genauer. Vielleicht sehen sie auch die Menschen, die diesen Ort erforschen, als Feinde. Es wird gefährlich sein. Aber wir dürfen sie bekämpfen können. Wir dürften Menschen retten können. Sagst du, wenn irgendwer hier reingeworfen wird, können wir sie retten, bevor sie verschwinden? Genau wie ihr beide mich gerettet habt. Ja, das scheint der Fall zu sein. Was auch immer. Wir müssen die Person finden, die hier die Menschen reinwirft und ihn aufhalten. Oder sie? Wer weiß? Ich fange langsam an zu verstehen, was hier abgeht. Wurde ja auch Zeit. Kann ich euch auch etwas fragen? Wenn die Schatten von den Menschen geboren werden, woher stammt Teddy? Du weißt nicht einmal, woher du kommst? Wo sollen wir das wissen? Ich weiß einiges. Vieles über diese Welt. Aber ich weiß nichts über mich. Um ehrlich zu sein, ich habe auch nie darüber nachgedacht bisher. Meinst du das ernst? Kein Wunder, dass wir keine vernünftige Antwort aus dir rausbekamen. Werdet ihr zurückkommen? You made a promise. Ja, haltet euer Wort. Well, you're the one who said you weren't letting us out unless we do. Na, bevor wir es nicht tun, müssen wir rauslassen, hast du ja gesagt. Oh, das stimmt. Okay, ich lasse euch raus. Das ist noch eine Sache. Ich werde hier auf euch warten. Ihr müsst immer vom selben Ort herkommen. Also können wir uns dann hier treffen. Tut wie wir jetzt, Junes? Ich könnte auch woanders her reinkommen. Aber ich würde wohl nicht hier landen. Ihr würdet irgendwo auftauchen, wo ich nicht hinkomme. Und dann seid ihr verdammt. Kapiersche? Ja, schon. Kannst du uns den Weg nach draußen zeigen? Alles klar. Ausgang wird gleich da sein. Okay. Cool. First we need to make sure there aren't any employees milling around out there. Wir müssen erst sicherstellen, dass keine Mitarbeiter mit da rumhängen. Okay, los. Druck. Ja, und er drückt uns raus. Hey, auf zu drücken, du kleiner. Ah! Hier sind wir jetzt hier draußen. Und das zählt. Das zählt. Ah. Ihr seid wieder da. Hm? Was mit deinem Gesicht? Boah. Oh. Zwei solche Dummköpfe. Ich kann es glauben. Ihr suckt. Das Seil wurde abgetrennt. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte.
Ich war so besorgt. Scared Stiff heißt. Ja. Sie war starr vor Angst. Ich hasse euch. Super. Das wird wirklich mit der Beziehung. Ich wusste, das könnte irgendwie unser Fehler sein. Vielleicht sind wir zu weit gegangen. Wir sollten uns morgen bei ihr entschuldigen. Oh, ich bin total schlapp. Ich werde wohl nach Hause gehen. Ich werde mal in die Dusche stehen und dann schlafen legen. Ja, ich werde wohl gut schlafen heute Nacht. Und dann, wir sehen uns morgen. Mhm. Gut. Dann wäre es das jetzt wohl mal für diese Session, der Aufnahme, denke ich mal. Floodplain. Moment. Mal gucken. Ja, nahe dem Überschwemmungsgebiet. Bei Walking for School. Ja. Wo ist dein Überschwemmungsgebiet? Das könnte auch eine Flussniederung sein. Ach, Yukiko. Hey. Oh, are you surprised? Bist du überrascht, mich so gekleidet zu sehen? Meine Eltern haben mich zu einem Botengang geschickt. Ja, auf einen Botengang, ja. Steht dir gut, der Kimono. Grüßt dich langsam deine neue Stadt und deine Schule? I like it here. Hm? Wirklich? Es muss schwer sein, zu einem Ort zu ziehen, wo man nichts darüber weiß. Ich war auch nie außerhalb von Inaba. Das würde ich nicht wissen, wie es ist, der neue Schüler zu sein. Oh, kommst du mit Schier zurecht? Ich meine, ich gehe mal früh weg, so. Ja, she's a real handful, was auch immer das jetzt heißt. I see. She's always full of energy. Okay, für handful gibt es auch nicht wirklich eine Übersetzung, aber ich denke mal, das heißt dann, man kann gut mit ihr umgehen. Oder, nee, sie ist etwas schwierig. Also, naja. Macht doch Sinn dabei, Yukikos Antwort. Ja, gut. Sie ist immer voll von Energie. Ja, sie ist sehr auf Unterstützung aus, weißt du? Sie ist doch immer die, die mir so einen kleinen Tritt gibt, den ich brauche. Homeroom? Ich denke mal dann, aber... Wir hatten letztes Jahr denselben Klassenlehrer. Und ich erinnere mich immer noch daran, wie wir... Cut Class. Moment. Ach ja, die haben ab und zu eine Stunde geschwänzt. Sowas. Wir sollten nun gehen. Du musst die Arrangements zum Morgen fertig machen. Mit dem Head Chef. Head Chef ist Chefkoch, okay. Ohne mich könnte unser Hotel momentan nicht funktionieren. Gut, ich sehe dich dann bei der Schule. Aha. Wir sollten jetzt auch zu Hause ankommen, denke ich mal. Ja? Evening. Ja, wurde auch Zeit. Langer Tag. Dad's late. Dad ist schon wieder so spät dran. Ja,
Oh Gott, ja, wieder mal ein Update zum Bericht über diesen Mörder. Okay. Since the body was positioned similarly to the last victim, es geht wieder mal um den neuen aufgefundenen Körper bei dem Telefonmast. Und scheinbar hat es mit dem Mord an Mayumi Yamano zu tun. Und der Todeszeitpunkt von Saki Konishi ist auf 1 Uhr nachts gelegt. Okay. Okay. Noch ein Vorfall. Dad kommt vor Ort nicht mehr nach Hause. Ich bin hier bei dir. Ich komme schon zurecht. Can you help me do some stuff around the house? Ah, okay, jetzt kommst du mit der Hausarbeit hier. Reliable. Ich glaube verlässlich, aber ich schau mal nach. Ja, sie scheint für ihr Alter sehr zuverlässig zu sein. Es ist irgendwie verlässlich. Amagi Inn, located upstream of Samegawa River, is the town's oldest. Und dieses Amagi Hotel beim Samegawa Fluss ist das älteste der historische Landmark. Das ist dann ein Wahrzeichen schon fast, ne? Vacationers are known to travel surprising distances in order to visit its own. Ja, und die Urlauber fliegen beeindruckende Distanzen zurück, nur um dorthin zu kommen. Zu den heißen Quellen, die dort sind. After the incident with Miss Yamano, the manager has stepped aside, leaving her daughter Yukiko to fill her shoes. Okay, ja, Yukiko ist im Fernsehen mit Kimono an. In other words, she's a manager who's still in high school. Ja, Mensch, irgendwas, obwohl sie noch in der Schule ist. A nice ring to it. Let's see if we can interview her. Excuse me. Ja, kann man sie interviewen? Reden Sie mit mir? Wir haben gehört, dass du ein neuer Manager bist. War das noch, wenn du in der Highschool bist? Ich mache es momentan nur temporär. Irgendwann, mal beiseite. Zum Kino siehst du heiß aus. Sicher habt ihr eine Vielzahl von männlichen Besuchern. Hä? Nee. Ja, und der Reporter weicht immer mehr vom Thema ab. Das ist langweilig. Oh, ich muss halt einen Abwasch machen. Und ich möchte gerne speichern, Nanako. Darf ich? Ja, und wir entscheiden uns, mit der Hausarbeit zu helfen. Ja, schön. Unseren Status können wir nun prüfen, indem wir den das Dreieck-Tastending drücken. Machen wir gerade mal. Ah ja, okay. Wir haben 4600 Yen. Ist ja nicht die Welt. Schauen wir hier so rum. Okay, wir werden noch mehr Persona bekommen, wie man sieht. Gut. Quest-Info? Ui, da werden wohl noch viele Quests kommen, wa? Okay. Alles klar. Dann speichern wir hier mal ab für den Moment. Zuletzt bei 1 Stunde 22, was haben wir denn jetzt? Das würde ich hier gerade gerne noch sehen. Und Memory Card? 3 Stunden 27, wow. Nun gut, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.